Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier zurück zu einem neuen Part von The Inner World. Ja, wir haben letztes Mal mit dem komischen Detze gesprochen. Naja, wer weiß. Der Typ wirkt etwas seltsam. Wir müssen nochmal mit ihm reden. Wir haben leider noch nichts alles durch. Ich befürchte, wir kriegen noch mehr schlimmere und deswegen ist ganz mies. Hallo Detze, kann ich dich nochmal was fragen? Nenne deinen Namen, Fremder. Aber wir haben doch eben miteinander... Das sagen sie alle. Wir müssen nochmal mit ihm über alles reden. Was ist denn der Schatz der Basilen? Der Schatz der Basilen ist so unglaublich geheim, Top Secret, dass niemand weiß, wie er aussieht. Aber höchstwahrscheinlich ist er in einer Kiste. Mission Impossible. Und was genau haben die Basilen in diese Kiste reingetan? Und Hände? Ihre Augen! Igitt, was willst du denn damit? Keine Ahnung, ich werde mal versuchen, sie kaputt zu machen. Also, so wie alles andere auch. Du suchst also die Augen der Basilen? Ja, wie oft denn noch? Wenn ich diese Steine hätte, könnte ich die Feinde Asposiens versteinern. Wer sind denn die Feinde Asposiens? Ha, das könnte potenziell jeder sein. Absolut jeder. Also will er jeden versteinern. Oh Gott, das wäre die schlimmste Katastrophe von allen. Es ist ja schön, dass du so viel Fantasie hast. Aber glaubst du nicht, dass deine Mama ihren Topf vermisst? Das ist ein Helm aus Staluminium. Ich weiß noch, wie ich damit die sagenumwobene Schrofarmee der Schrofe zurück in den Wurzelwald getrieben habe. Weiß eigentlich deine Mama, dass du hier ganz alleine spielst? Ja, sie hat gesagt, wenn ich will, darf ich sogar draußen schlafen. Das ist, verständlich. Ja, bevor noch das Haus abfackelt, ist das doch durchaus die bessere Alternative. Gib her. Ist der Helm auch kugelsicher? Leider nicht. Ich hab's ausprobiert. Wie denn das? Darüber darf ich bis zur Verhandlung nicht reden. Oh oh. Also hatte den jemand anders auf. Ich will das Phosphos haben, das ist niedlich. Phosphos sind mittlerweile ziemlich selten. Ja, ich weiß. Darum war es auch so schwer, an das hier ranzukommen. Gib her. Hast du dir schon mal überlegt, dir ein anderes Tier als ein Phosphos zuzulegen? Zum Beispiel? Naja, vielleicht eines, das nicht so leicht, kaputt geht. Zum Beispiel ein Ziegelstein. Ich stelle mir gerade so vor, so ein Ziegelstein mit so cooler Augen angeklebt, bringen ihm dann. Das wäre voll geil. Karte, her damit. Kann ich deine Schatzkarte nicht mal kurz anschauen? Nein, ich muss doch die Augen der Basilen finden. Ja, wir brauchen irgendwas, dass wir ihn die Sachen abluchsen können. Weil das ist eindeutig, ich glaube, wenn er schon sagt, das sieht aus wie ein Strickmuster, ist es das für das Leibchen. Und das brauchen wir hundertprozentig. Verdammt. Müssen wir vielleicht eine andere Karte, eine andere unterjubeln oder so. Viel Spaß noch bei deinem Spiel. Welches Spiel? Ach ja. Okay. Ja, leider haben wir... Ob die Conroy-Handpuppe aus Erdbeergarn gemacht? Na, wahrscheinlich nicht. Die ist weggeworfen. So, wir gehen mal in die Nachtbar, in die Bar. Ich weiß nicht, warum ich Nachtbar gedacht habe. Ignoriert es. Ich glaube, ich weiß, wo wir den Garn herkriegen. Das sieht ja voll eklig aus. Was ist denn... Okay, Kaugummis. Spielautomat selber, okay. Wow, ein echter Windmönch. Was für eine Ehre. Was tut er denn da? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er trinkt Alkohol und betreibt Glücksspiel. Oh, der Mönch hat sich wirklich gehen lassen. Da hängt sogar ein Faden aus seiner Kutte. Conroy würde sich sowas nie erlauben. Reden wir zuerst mit ihm. Ich glaube, danach können wir es nicht mehr. Na komm schon, komm schon. Oh Mist. Hallo. Wow, ihr seid doch Maleus, der Windmönch der Täler. Ah, was so...
Basilien, seid ihr es? Nein, ich fürchte, ich bin nur ich, Robert. Ich freue mich so, euch einmal persönlich. Okay. Gibt es einen Grund, aus dem du störst? Ja, was machst du eigentlich da? Was tut ihr denn da? Ich meditiere. Es sieht aus, als würde es Spaß machen. Spaß? Wenn es Spaß machen würde, hätte es doch nichts mit Religion zu tun. Aber was, Suche nach Erleuchtung. In dem Spielautomaten? Ja, nun ja, bis mich die Erleuchtung findet. Ist es sicher kein Vergehen, die Zeit ein wenig zu überbrücken. Stimmt. Macht Sinn. Irgendwie. Aber Spielautomaten sind doch ein bisschen... Aber was hat Glücksspiel mit Erleuchtung zu tun? Es gibt viele Arten der Meditation. Glaub mir einfach, das besänftigt die Basilien. Aber Conroy besänftigt sie. Mit Meditation und Disziplin werde ich die... Bist du noch da? Ja. Wo war ich gerade? Ah ja, ich werde diese heilige Kutte wieder mit Würde Wurzelwachs. Das war mein letztes Geld. Eine Runde noch. Wie denn, wenn es dein letztes Geld... Wie kriegen wir auf einmal so viele Gesprächsoptionen? Okay, dann fragen wir einfach direkt nach Laura. Habt ihr ein Mädchen mit einer Taube gesehen? Ach, du meinst Laura? Ja, die besucht mich hier ab und an in der Bar, bringt mir gelegentlich einen Wurzeltee mit. Nettes Mädchen. Merkt auch, wenn sie stört. Sie hat Conroy bestohlen. Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung, die du da aussprichst. Die arme Seele hat den rechten Pfad verlassen und... Wenn sie den Pfad verlassen hat, wo kann ich sie dann finden? Selten habe ich einen so unspirituellen Wurzelkopf wie dich kennengelernt. Uninspiri... was? Ach, vergiss es einfach. Sag doch mal, wo ist sie? Also, weißt du, wo sie ist? Ich hab dir gerade gesagt, dass sie den Pfad verlassen hat. Wo sie hin ist, weiß ich nicht. Also, wie genau funktioniert das mit der Erleuchtung? Gute Frage. Dein banaler kleiner Verstand könnte er sowieso nicht fassen. Hey. Jawoll! Highscore! Ottilie, noch ein Bier! Ach, das ist also Ottilie. Aber warum glaubst du, dass es die Basilien besänftigt, wenn du an einem Spielautomaten sitzt und Bier trinkst? Gute die Frage. Die Basilien sind unergründlich. Und jetzt hau endlich ab und lass mich drin die meditieren. So, meditieren. Conroy würde das weiß nicht gefallen. Conroy, was ihr hier macht? Ja, nicht direkt. Es wäre auch ganz nett, wenn das so bleibt. Wenn du verstehst, was ich meine. Was soll so bleiben? Genau. Was denn? Das ist die richtige Einstellung. Welche Einstellung? Jetzt übertreibst du es aber. Wobei denn? Sehr gut. Was ist sehr gut? Wie Robert einfach nichts checkt, ey. Ich könnte Conroy fragen, ob er euch hilft. Nein, danke. Ich will seine Zeit nicht verschwenden. Conroy hat viel damit zu tun, die Basilien zu besänftigen. Ja, sie sind wirklich ziemlich schnell sauer. Hätte ich gewusst, wie jähzornig sie sind, hätte ich einen anderen Job gewählt. Das kannst du mir glauben. Von dem Job gewählt? Habt ihr keine Angst, dass euch die Basilien hier versteinern? Und wenn sie es tun, so habe ich es wahrscheinlich verdient. Ich bin mir sicher, dass das mit den Basilien nicht allein eure Schuld war. Natürlich war es meine Schuld. Ich muss nur noch herausfinden, was ich getan habe. Scheint wohl alles gewesen zu sein. Gut, ich gehe jetzt. Gleich. Nur dieses seine Spiel noch. Gut. Der wird wahrscheinlich nichts sagen. Der kommt wohl öfter hierher. Eigentlich geht er nur nie. Oh. Er sieht aus, als wäre er öfter hier. Kein Kommentar? Kaugummi-Automaten. Da sind viele bunte Kugeln drin. Ich habe das Gefühl, dass sie mich anschauen.
Können wir da ein bisschen spielen? Man muss eine Münze einwerfen. Ja, okay. War ja fast zu erwarten. Das Phosphor sieht etwas... naja, anders aus. Wow, das ist die Bardame. Sie sieht wirklich hübsch aus. Es ist faszinierend, was die Zeit Frauen antun kann. Ein bisschen fies. Ein Wolof. Oh. Wir müssen den noch nicht klauen, oder? Der wird doch sonst wieder mit einem Tacker... Das ist der mit Abstand hässlichste Kanarienvogel, den ich jemals gesehen habe. Hund. Katze? Was spielen wir gerade? Ach, Schätzchen. Ein Wolof. Kisten. Was steht da? Inhalt absolut tödlich. Serviertipp mit Zitronenscheibe und Schirmchen als Cocktail ein Hit. Hohohoho. Inhalt absolut tödlich, geil. Ein weiterer Sünder, der von den Basilen versteinert wurde. Was er wohl angestellt hat? Können wir mit ihm was machen? Nein, ich denke, der arme Kerl hat genug gelitten. Okay. Dann gucken wir uns die Dame mal noch an. Das muss die Bardame sein. Ich habe noch nie so eine Asposerin gesehen. Eigentlich habe ich im Kloster überhaupt noch nie eine Asposerin gesehen. Bunte Flaschen haben wir auch noch. Was da wohl drin ist? Komischer Saft. Die Spinne ist niedlich. Irgendwie. Ein bisschen. Ja gut, aber das würde ich sagen, war es dann erstmal für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und im nächsten Part reden wir dann erstmal mit der guten Bardame. Mal schauen, was wir für... Ach komm. Wir haben eh alles. Also her damit. Der Stuhl ist anscheinend eingerostet. Wie lange der Mönch da wohl schon drauf sitzt? Was wird das? Ach nichts. Drehstuhl. Dieser Drehstuhl hat schon bessere Zeiten gesehen. Kräftig dran ziehen hilft ja nicht. Der Stuhl ist anscheinend eingerostet. Wie lange der Mönch da wohl schon drauf sitzt? Was wird das? Ach, nichts. Okay, also wir brauchen ein bisschen Öl. Und wir haben einen öligen Fisch. Irgendwie müssen wir den Fisch noch mitnehmen. Aber gut, das war's für diese Fahrt. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Raccoon Stay Play. Ciao.